Herzlich willkommen zu einer neuen Videoserie von Schweizer Drohnen. In dieser Videoserie werden Sie alles über die Entstehung der Schweiz erfahren. Von den gewaltigen Kräften, die unsere Berge geformt haben, bis hin zu den technischen Meisterleistungen, wie wir dieses Gebirge bezwingen konnten. Ich befinde mich hier auf dem Gornergrat, auf 3135 Meter über Meer, zwischen den höchsten Bergen der Schweiz. Von hier aus kann man 28 Viertausender sehen. Unter ihnen sind das Matterhorn und die Düferspitze. Zwei Berge, die später im Video noch interessant werden. Doch fangen wir von vorne an. Die Alpen sind ein geologisch noch sehr junges Gebirge. Sie bedecken mehr als die Hälfte der Schweiz. Wir fragen uns, wie konnte diese schöne Berglandschaft entstehen? Erfahren Sie hier im Schnelldurchlauf, wie ein gigantischer Crash Europa für immer verändert. Wo wir afrikanisches Gestein in der Schweiz heute noch finden können und wie die Alpen sich heute und in Zukunft noch verändern werden. Wenn euch das Video gefällt, freuen wir uns über ein Like oder empfehlt uns weiter. Abonniert den Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Auf unserem YouTube-Kanal Schweizer Drohnen habt ihr die Möglichkeit, die Schweiz aus der Vogelperspektive zu erleben. Hier gibt es regelmäßig atemberaubende Luftaufnahmen und qualitativ hochwertige Drohnenvideos, die die Schönheit der Schweiz aus einer neuen Perspektive zeigen. Wenn Sie Drohnenaufnahmen suchen, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Wir übernehmen Ihren Drohnenflug. Mehr Infos finden Sie auf schweizer-drohnen.ch. Begeben wir uns nun auf eine Reise zurück in die Zeit. Vor ganzen 200 Millionen Jahren sah die Welt noch ganz anders aus. Damals gab es noch keine Kontinente, wie wir sie heute kennen. Es gab nur einen einzigen Super. Pangaea. Zu dieser Zeit wanderten noch die ersten Dinosaurier über unseren Planeten. Auf der interaktiven Karte von Ancient Earth Globe kann man sich anschauen, wie die Erde damals ausgesehen hat. Diese Karte zeigt, wo sich die heutigen Länder vor 200 Millionen Jahren wohl gelegen hätten. Auf dieser Karte liegt die Schweiz am Meer. Doch vor 200 Millionen Jahren brach Pangaea auseinander. Grund dafür ist die Plattentektonik. Um diesen Prozess verstehen zu können, müssen wir uns das Innere der Erde genauer ansehen. An der Erdoberfläche liegt die Erdkruste. Sie ist 30 bis 80 Kilometer dick. Die Unterschiede liegen daran, dass die Erdkruste nicht regelmäßig ist, sondern aus verschiedenen Platten aufgebaut ist, nämlich aus der kontinentalen und der ozeanischen Platte. Unter der Erdkruste liegt der Erdmantel. Dieser reicht bis in eine Tiefe von 2900 Kilometer ins Erdinnere und besteht aus dem oberen und dem unteren Erdmantel. Weiter im Zentrum liegt dann noch der äußere Erdkern und schließlich der innere Erdkern. Der obere Erdmantel, der ca. 700 Kilometer mächtig ist, und die Erdkruste zusammen bilden die Lithosphäre. Die treibende Kraft, die unsere Ozeane bewegt, heißt Konvektion. Die Konvektionsströme sind enorme Wärmeumwälzungen. Wenn eine schwere ozeanische Platte auf eine leichtere kontinentale Platte trifft, wird die ozeanische Platte unter die andere geschoben, also subduziert. Sie taucht dann in den Erdmantel hinab, wo sie verflüssigt wird. Das ist wie bei kochendem Wasser. Das kalte Wasser sinkt nach unten, dort wird es erwärmt und steigt anschließend wieder auf. Im Erdmantel passiert genau das Gleiche, nur mit Gesteinen. Als Pangaea auseinanderbrach, entstanden zwei neue Kontinente. Laurasien und Gondwana. Innerhalb 100 Millionen Jahren wurden auch diese Kontinente weiter auseinandergerissen, und zwar in die Kontinente, die wir heute kennen. Zwischen Eurasien und Urafrika lag damals noch ein Meer, die Tethys. In diesem Meer existierten bereits Urzeitgebirge, die wir heute noch kennen, nämlich das Gotthard und das Aar-Massiv. Vor 100 Millionen Jahren begann sich der neue Kontinent Afrika nach Norden zu bewegen. Dabei kollidierte er mit der Eurasischen Platte. Weil beide Platten Kontinentalplatten sind, konnte keine der Platten in den Erdmantel abtauchen. Es kam zu einem Crash, der das Gestein in die Höhe drückte und damit die Tethys verdrängte. Das Ganze könnte man damit vergleichen, wie wenn man einen riesigen Teppich zusammenschiebt. Gesteine, die vor der Kollision an der nördlichen Küste lagen, liegen jetzt am weitesten im Norden. Der frühere Tiefseeboden liegt jetzt zwischen den kalkhaltigen Küstenriffen und der Schicht, die früher am südlichsten lag. Aus diesem Grund finden wir auch heute noch versteinerte Fossilien in den Alpen.
Ein bekannter Fundort ist die Tongrube in Frick im Kanton Aargau. Hier wurden neben Fossilien sogar Dinosaurierknochen gefunden. Doch nicht nur dank versteinerten Urzeittieren können wir heute mit Sicherheit sagen, dass sich auf der Fläche der Schweiz mal ein Meer befand. Auch die Herkunft der Gesteine verrät, wie sich die Kontinente in den vergangenen Jahrmillionen bewegt haben. Ein bekanntes Beispiel ist das Matterhorn, das ihr hinter mir seht. Seine Spitze besteht aus Gesteinen der afrikanischen Platte. Bei dem Kontinentalcrash von Europa und Afrika schob sich die afrikanische Platte über die europäische Platte. Unter enormem Druck wurden die Alpen aufgefaltet und nun liegen die afrikanischen Gesteine zuoberst auf den Alpen. Einst ragten Teile der Alpen bis auf 30 Kilometer in die Höhe. Durch die Erosion gibt es heute allerdings keinen Gipfel mehr, der so hoch ist. Der höchste Punkt in den Schweizer Alpen ist die Düfo-Spitze mit 4634 Metern über Meer im Kanton Wallis. Die Alpen wachsen sogar heute noch. In einem Gürtel von Martigny im Wallis über Andermatt in Uri nach Chur im Bündnerland hebt sich die Schweiz um ganze 1,5 mm pro Jahr am stärksten. An manchen Orten kommt es deswegen zu Erdbeben oder zu Brüchen in der Oberfläche. Die Hebung hängt damit zusammen, dass sich Afrika immer noch mit einer Geschwindigkeit von 0,000000022833105 km pro Stunde auf Europa zubewegt. Das entspricht ganzen 2 cm im Jahr. Heute sind 2/3 der Schweiz von den Alpen bedeckt. Hier gibt es vorwiegend hohe Berge und tiefe Täler. Nördlich der Alpen liegt das Mittelland. Hier wohnt ein Großteil der Schweizer Bevölkerung. Im Nordwesten der Schweiz liegt das Juragebirge. Es ist erst vor 10 bis vor 2 Millionen Jahren entstanden, beim letzten großen Schub von Afrika auf Europa zu. Es steht, dass die Alpen auch in Zukunft noch langsam weiter wachsen werden. Auch wenn die Erosion an unseren Bergen nagt. In unserer nächsten Dokumentation über die Schweiz erfahren Sie alles über die Gletscher. Wie sie das Bild der Alpen für immer verändert haben und warum wir sie unbedingt schützen müssen. Ich bedanke mich bei jedem, der das Video bis hierhin geschaut hat. Wir würden uns sehr über eure Bewertung freuen. Falls ihr Vorschläge oder Wünsche für zukünftige Videos habt, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und abonniert Schweizer Drohnen, um keine weiteren Videos über die Schweiz mehr zu verpassen.